Hallo ihr Lieben, willkommen in der Genius Rezeptwelt. Heute habe ich mal ein anderes Dessert für euch vorbereitet, und zwar ein Weintraubendessert mit Cookies und einer leckeren Mascarpone-Quarkcreme. Und wie einfach das geht, das seht ihr jetzt. Für das Weintraubendessert brauchen wir folgende Zutaten: Schokocookies, Weintrauben, Magerquark, Mascarpone, Zucker, Vanillezucker und Schlagsahne. Als erstes geben wir die Cookies in unseren Fivita Food Prozessor und zerkleinern diese. Die Trauben schneiden wir mit dem Nicerdicer Fusion in Würfel. Als nächstes verrühren wir den Magerquark, die Mascarpone, den Zucker und den Vanillezucker zu einer Creme. Die Creme stellen wir kurz zur Seite und schlagen währenddessen die Sahne steif. Die steif geschlagene Sahne rühren wir jetzt vorsichtig unter unsere Creme. Jetzt kommen wir zum Schichten des Desserts. Als erstes die Hälfte der Trauben schön auf dem Boden verteilen, dann die Hälfte der Creme und dann kommt die Hälfte der Cookies obendrauf. Schön gleichmäßig verteilen. Und wir wiederholen das Ganze und beginnen mit der nächsten Schicht Trauben. Dann die Creme. Wieder gleichmäßig verteilen. Und als Topping kommt dann noch der Rest Cookies obendrauf. Und fertig ist das Dessert, das eure Gäste begeistern wird. Viel Spaß beim Nachmachen, eure Rebecca.